Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, der Mangolassi ist mittlerweile nicht nur ein Trendgetränk bei uns in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Ich möchte euch heute aber meine Version des veganen Mangolassis mit einem Hauch von Basilikum zeigen. Basilikum, sagt ihr jetzt, im Mangolassi. Es hört sich im ersten Moment ein bisschen seltsam an, aber ich kann euch versprechen, es schmeckt wirklich super gut, ist richtig erfrischend und Basilikum hat auch wirklich super gute Eigenschaften und wirkt sich sehr, sehr gut auf unseren Körper aus. Basilikum kann aufgrund seiner Zusammensetzung Gelenkschmerzen und Entzündungen in unserem Körper lindern. Das leckere Kraut baut Stress ab und beruhigt unseren Magen und kann sogar multiresistente Bakterien in seine Schranken weisen. Gepaart mit den positiven Eigenschaften der Mango wird dieses Trendgetränk zu einem Booster für unser Immunsystem. Außerdem zählt die Mango zu den hautfreundlichsten Nahrungsmitteln. Sie macht unsere Haut schön und verleiht uns einen strahlenden Teint. Denn 100 Gramm Mango enthalten 60 Kalorien. Allerdings müsst ihr wissen, dass eine frische Mango zu 80% aus Wasser besteht. Also lasst euch gerne von meinem neuen Rezept Mangolassi mit Basilikum inspirieren, mit dem Wissen, etwas wirklich Gutes für euren Körper getan zu haben. Wir benötigen wie immer nur wenige Zutaten. Eine reife Mango, Kokosnussjoghurt, am besten ohne raffinierten Zucker, Kokoswasser, Ahornsirup, eine halbe Zitrone und frische Basilikumblätter. Ich schäle zunächst die Mango und gebe das Fruchtfleisch bereits in den Mixer. Kleiner Tipp, werft den Mangokern bitte nicht weg, bewahrt ihn am besten in einem feuchten Küchentuch auf. Nächste Woche zeige ich euch, was ihr damit Tolles anstellen könnt. Zurück zum Mangolassi. Anschließend gebe ich die restlichen Zutaten in den Mixer und lasse den Mixer die restliche Arbeit übernehmen. Kleiner Tipp, für eine besondere Erfrischung könnt ihr noch ein paar Eiswürfel in den Mixer geben. Zum guten Schluss könnt ihr euren leckeren Sommertrink in vollen Zügen genießen. Lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da, wenn euch das Rezept gefallen hat und probiert den außergewöhnlichen Mangolassi mit Basilikum doch einfach selber mal aus. Habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns nächste Woche wieder.